Der hier projizierte Ausdruck t gleich Wurzel aus 2h durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist eine Gleichung. Die Größen t und h nennen wir Variablen. Die Größen 2 und 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat sind Konstanten. In dieser Gleichung sind die Variablen und Konstanten zu mathematischen Ausdrücken zusammengefasst und durch ein Gleichheitszeichen miteinander verbunden. Hier haben wir eine weitere Gleichung mit einer Variablen und zwei Konstanten. Eine Gleichung zu lösen heißt nun, diejenigen Belegungen für die Variablen zu ermitteln, die die gegebene Gleichung zu einer wahren Aussage machen. Dies ist hier sehr einfach. Für x gleich minus 2 wird die Gleichung zu einer wahren Aussage. Diese Gleichung hat zwei Lösungen für die Variable x, sowohl für die Diese Gleichung hat zwei Lösungen für die Variable x, sowohl für x gleich 1 als auch für x gleich 2 führt die Gleichung zu einer wahren Aussage. Die am Anfang genannte Gleichung stammte aus der Physik des freien Falls. Das ist eine Beziehung zwischen der Fallzeit t und der Fallhöhe h. Für eine Fallhöhe h von einem Meter erhalten wir für eine Zeit von 0,45 Sekunden eine wahre Aussage. 0,45 Sekunden ist die Lösung der Gleichung für eine Höhe von 1 Meter. Eine Gleichung entspricht in gewisser Weise einer Waage mit zwei Waagschalen. Auf beiden Waagschalen lastet das gleiche Gewicht. Wenn wir eine Gleichung umformen, müssen wir darauf achten, dass dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Hier haben wir eine Gleichung aus Variablen und Konstanten, 3x plus 1 gleich x plus 7. Wenn wir die Gleichung umformen, müssen wir darauf achten, dass wir nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Wenn wir die Konstante 1 auf der linken Seite wegnehmen, müssen wir sie auch auf der rechten Seite wegnehmen. Wenn wir die Variable x auf der linken Seite wegnehmen, müssen wir sie auch auf der rechten Seite wegnehmen. Wenn wir die linke Seite halbieren, müssen wir auch die rechte Seite halbieren. Man nennt diese erlaubten Umformungen Äquivalenzumformungen. Durch Äquivalenzformungen können wir zur Lösung einer Gleichung gelangen. Die Lösung dieser Gleichung lautet x gleich 3. Eine Gleichung wird nicht verändert, wenn wir auf der einen oder anderen Seite Termumformungen durchführen. Eine Gleichung wird nicht verändert, wenn wir eine Funktion h auf beiden Seiten anwenden. Vorausgesetzt, diese Funktion h ist für alle reellen Zahlen definiert. Und diese Funktion h besitzt eine Umkehrfunktion. Minus 3 gleich z plus 1 zum Quadrat minus z Quadrat plus z minus 1. Um diese Gleichung zu lösen, müssen wir nur die rechte Seite umformen. Nach der ersten binomischen Formel wird z plus 1 zum Quadrat zu z Quadrat plus 2z plus 1. Wir ziehen das negative Vorzeichen in die Klammer. Wir sortieren die Terme auf der rechten Seite und sehen, dass alles wegfällt bis auf z. Z gleich minus 3 ist die Lösung. 2x gleich 14. Wir dividieren rechte und linke Seite durch 2. Das heißt, wir wenden die Funktion h von z gleich z durch 2 auf die Gleichung an. Wir erhalten links x, rechts 7. X gleich 7 ist die Lösung der Gleichung. 1 plus 5 durch x gleich 3 halbe. Wir subtrahieren rechts und links die Zahl 1, das heißt, wir wenden die Funktion h von z gleich z minus 1 auf beide Seiten der Gleichungen an, erhalten links 5 durch x und rechts 1/2. Jetzt dividieren wir beide Seiten der Gleichung durch 5, wenden also eine weitere Funktion i von z gleich z durch 5 auf die Gleichung an, erhalten 1 durch x gleich 1 durch 10. Jetzt invertieren wir beide Seiten der Gleichung, das bedeutet, wir wenden die Funktion j von z gleich z hoch minus 1 auf die Gleichung an und erhalten schließlich x gleich 10. A minus 2 hoch 3 minus 900 gleich 100. Wir addieren 900 auf beide Seiten. Wir ziehen die dritte Wurzel auf beiden Seiten. Dies entspricht der Funktion i von z. Diese Funktion i von z ist problemlos anwendbar, denn sie ist im gesamten Bereich der reellen Zahlen definiert. Wir addieren auf beiden Seiten 2 und erhalten die Lösung a gleich 12.